Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch ein paar meiner neuen Beauty-Produkte vorstellen, die ich jetzt in letzter Zeit ergattert habe. Das Ganze aus der Drogerie und auch ein bisschen eher was Teureres, sag ich mal High-End-mäßig. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß dabei und dann würde ich sagen, fangen wir doch mit dem ersten Produkt an. So, ich habe den The Professional von Benefit, diesen Primer, der die Poren minimiert, sozusagen bekommen, beziehungsweise der wurde mir mitgebracht. Schaut euch mal diese Riesentube an. Die ist riesig. Die gibt es in Deutschland so nicht. Ich habe das ausprobiert. Ich habe auch solche kleinen Tübchen bekommen, um den mal zu, natürlich so testermäßig. Und der ist wirklich so gut. Also ich habe wirklich so ein bisschen größere Poren. Und der ist wirklich echt gut. Ich glaube, der kostet in Deutschland so 25 Euro oder so. Dann habe ich auch so ein kleines Pröbchen mitbekommen. Das ist auch so eine Art Professional. Der hier ist mussig und der sieht eher so ein bisschen, ich kann es euch gerne zeigen, das ist gar kein Problemo. Das ist so eine Art Gel und der Professional ist ja eher so ein bisschen mussig, cremig. Kommen wir zu einem richtig coolen Lidschatten, das ist von Trend It Up. Das ist die Eigenmarke von DM und ich bin mal aus meiner Comfortzone rausgegangen und habe mir diesen grünen Lidschatten geholt. Und so, wenn ich den mal swatche, schaut mal meinen Finger. Das ist schon echt krass. Also ich bin schon... Hulala! Ich glaube, der hat so 2 Euro gekostet. Und ich meine, das ist von DM der Eigenmarke. So voll gut, vor allem für den Preis. Und jetzt habe ich hier überall grün. Boah, egal. Luis meinte zu mir, Caro, den wirst du eh nie benutzen. Wer weiß, vielleicht werde ich ihn benutzen, vielleicht werde ich ihn auch nicht benutzen. Wir werden sehen. Dann habe ich auch diesen Lidschatten abgeholt. Der ist auch von Trend It Up. Das ist so ein richtig schöner Bordeaux-Rot. Den habe ich auch übrigens gerade auf meinen Augen drauf. Ich finde den so krass gut. Also der ist auch richtig krass pigmentiert. Hier. Also ich finde das schon echt. Also ich finde das schon echt gut für den Preis. Also der hat auch irgendwie 2 Euro gekostet oder 1,75 oder so. Ich weiß es nicht ganz genau. Sorry Leute, aber mehr ist es auch nicht, weil es von DM der Eigenmarke ist. Gestern bei DM habe ich dann noch ein Lipgloss geholt und ich finde den so gut. Ich hatte ihn nur so gesehen, ich war so, das ist so ein Lip Voluminizing Booster von Catrice. Jetzt, der macht jetzt nicht die Lippen großartig größer. Es prickelt zwar ein bisschen, aber der ist so unglaublich schön. Der ist einfach so toll. Vor allem hatte ich den mit einem Lip Liner gestern drauf. Und zwar mit diesem hier von Essence in der Farbe Lovely Frappuccino. Und die beiden in Kombination sind bei. Oh mein Gott, die sind so toll. So unglaublich schön. Und ich hatte eigentlich nur diesen Lip Liner auf und dann war ich im DM und habe den ausprobiert und ich war nur so, oh mein Gott, I need this in my life. Ich habe mich der Welt von Wimpern geöffnet. Ich trage in letzter Zeit öfters Fake Lashes, falls ihr das auf meinen Bildern seht oder in Videos auch, weil ich weiß nicht, ich hatte früher mal solche Probleme, Wimpern zu finden, weil ich ja auch so asiatischere Augen habe, aber irgendwie auch nicht so ganz asiatisch, wisst ihr, was ich meine? Und dann war es immer so, ich habe die perfekten noch nicht gefunden. Dann habe ich die von MAC gefunden, die ich auch in einem Video schon angehabt habe. Das kann ich euch unten verlinken. Das ist das Sexy Betty Glam Make-up Hair Outfit Video, glaube ich. Das ist auf jeden Fall das hier. Und ja, jetzt habe ich mich mal an andere Wimpern getraut. Und das sind die von Kiss. Einmal in Flirty und einmal in, ich weiß nicht genau, wie die jetzt heißen. Weil das steht hier jetzt so, keine Ahnung. Die sehen auch bald so aus. Die einen hatte ich schon an. Die hier noch nicht. Ich finde die ein bisschen lang für mein Auge. Aber es geht noch. I can live with that. Und who cares? So. Dann war ich ja in Spanien mit meinen Friends. Da habt ihr bestimmt auch den Vlog gesehen, wenn nicht. Könnt ihr euch den anschauen, ich verlinke euch den in der Infobox. Und dann wollte ich mir einen Highlighter holen. Und zwar den von MAC, Soft and Gentle. Aber der war ausverkauft. Fand ich super klasse. Wollte aber trotzdem einen haben. Kennt ihr das, wenn ihr den nicht bekommt? Und dann seid ihr, ich will aber trotzdem einen. Dann nehme ich halt eine andere Farbe. Und dann habe ich die Farbe genommen, was ich irgendwie ein bisschen bereue. Das ist Cheeky Bronze von MAC. Und ja, die Farbe ist so dunkel. Das ist die hier unten. Also ich finde die MAC Highlighter sowieso nicht so krass pigmentiert. Der ist eher so
Ich trage den eher so ein bisschen als Blush und Highlight zusammen ein, weil der schon sehr dunkel ist, finde ich. Und ich bin eigentlich schon sehr dunkel, aber der ist mir ein bisschen zu dunkel. Hat 26 Euro gekostet in Deutschland, also im Douglas kostet die 32, glaube ich. Und dann war ich so. Dann hat meine Mom mir von Sephora Avocado-Masken mitgebracht. Ich hatte schon eine drauf, das ist so eine weiße, die du so auf dein Gesicht legst und dann siehst du aus wie so ein komischer Mensch. Echt gut, aber ich weiß nicht, ich bin nicht so ganz. Hier könnt ihr es auch nochmal sehen, das sind diese hier, wo du so ein Gesicht da drauf hast. Ich bin nicht so der Fan von denen. Ich bin eher der Fan von denen, wo du sowas abziehen kannst oder die reinarbeiten musst. Weil mit so Feuchtigkeit, Moisturizing and Nourishing. So Feuchtigkeitsdinger, I'm not a fan from that. I don't know why. Und dann kommen wir, last but not least, zu einer unglaublich, unglaublich guten Mascara. Und das ist die Too Faced Better Than Sex. Und das ist die in Wasserfest. Und ich finde die so gut. Wirklich. Jeder YouTuber hypt die ja. Ich war die ganze Zeit so, hä, warum? Aber jetzt habe ich sie selber ausprobiert. Mir war das Bürstchen, ich dachte immer, das Bürstchen wäre zu groß und die würde klumpen. Aber die teilt die Wimpern so unglaublich gut. Ich habe die auch heute drauf. Ich komme mal ein Stückchen näher. Also ich finde die schon echt gut. Ne? Findet man leider auch nicht in Deutschland. Kann man sich aber auf jeden Fall im Internet bestellen. Und yes, that's a new Holy Grail Mascara. Jetzt kommt es zu den Bay à la Bays. Fell. Moment. Das ist die Tartelette in Bloom Palette Amazonian Clay. Sie ist so wunderschön. Und gebt euch mal bitte die Verpackung. Wie bay ist die eigentlich? So mit rosa und lila und dann dieses Gold. Es ist... Und die sind so krass pigmentiert. Und die Farben sind so ein bisschen cremig. Ich weiß nicht, ich kann es so schlecht erklären. Werde ich auf jeden Fall in einem meiner neuen Videos oder so benutzen, wenn ihr das wollt. Es lohnt sich. Und dann auch noch, im DM gibt es jetzt einfach nichts. Oh mein Gott, DM wird irgendwie ein bisschen populärer, habe ich das Gefühl. Oder es wird eher so ein bisschen up-to-date. Und da habe ich mir die NYX Lingerie oder Lingerine oder Lingerie, I don't really care, geholt. Und das ist der in Lip Lit in der Nummer 05. Und den habe ich sogar gerade drauf. Ich finde den echt toll. Der ist so ein schöner Braun, Ash Brown. Ja, ich finde den toll. Hier seht ihr ihn ja. So Leute, das Video ist zu Ende und ich hoffe natürlich sehr, dass es euch gefallen hat. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn ihr mehr solche Beauty-Hauls sehen wollt oder nicht. Ich bin mir immer so unsicher, ob das Leute sehen möchten oder nicht. Schreibt mir mal in die Kommentare irgendwelche Videos, die ihr sehen wollt. Vor allem an die neuen Leute, die auf meinem Kanal sind. Mein ganzes Social Media ist immer in der Infobox verlinkt, da könnt ihr immer vorbeischauen. Schreibt mir einfach in die Kommentare, was für Videos ihr unbedingt sehen wollt. Ich habe auch vor, demnächst ein Q&A wieder zu machen, um einfach ein paar random Fragen zu beantworten. Okay, dann schreibt mal einfach Videovorschläge, die ihr sehen wollt, einfach in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video.